Hallo Leute, die Wahlen rücken wieder näher. Seit einiger Zeit schon hängen wieder die Plakate. Ich nahm das mal zum Anlass, auf zwei kurzen Runden hier zu schauen, wer alles Plakate aufhängt und was sie dort vermitteln. Auch ist es den meisten Parteien sehr umstritten, ob man Plakate aufhängen soll oder nicht. Aber viele hängen trotzdem welche auf, weil sie sich einbilden, sie würden doch ein paar Stimmen verlieren, würden sie keine aufhängen. Dieses Mal fiel mir auf, dass mehr wie in den letzten Jahren die Wahlplakate mehr zerstört, runtergerissen und angezündet wurden. Selbst vor Angriffen auf Plakateaufhänger oder Abgeordnete streckt heute scheinbar keiner mehr zurück. Selbst wenn es was bringen würde, dass eine Partei Stimmen verlieren würde, wenn sie keine Plakate aufhängen, verurteile ich sowas aufs Schärfste. Auch ist es vorstellbar, dass einige Leute, wenn sie in der Zeitung lesen, dass jemand von einer Partei angegriffen wurde, erst auf diese Partei aufmerksam werden und dann diese vielleicht gerade wählen. Also ich will sagen, mit solchen Aktionen schneidet ihr euch ins eigene Fleisch. Im Großen und Ganzen zeige ich hier nur kommentarlos die Plakate, die ich gesehen habe. Ja, aber zu den Linken, das muss ich jetzt doch einfach nochmal sagen. Ich war letztes Jahr besonders schockiert, als ich die Rede von dem Reinhard Neudorfer auf dem Parteitag der Linken hörte. Wir haben da eine junge Antifa-Gruppe. Ich freue mich, dass sie da echt was machen. Es sind auch noch andere Linke dabei, außer mir. Und die haben auch nichts dagegen, dass so die Älteren wie ich ein bisschen da sind. Das läuft dann so, wenn die AfD versucht, in der Kneipe was zu machen, dann sind wir rechtzeitig da, reden freundlich mit dem Wirt, damit er die wieder auslädt. Wenn er sie nicht auslädt, reden wir nochmal, nicht ganz so freundlich. Und wenn das noch nicht gereicht hat, gibt es weitere Möglichkeiten, die ich hier nicht öffentlich darlegen möchte. Ja. Also, mein Grundsatz ist hier, der gilt für die Antifa wie auch für die Linke. Machen müssen wir, nicht rumjammern. Ist das Demokratie? Ich frage ja nur. Ja, es gibt hier eine Verrückten, denen Gewalt das einzige Mittel scheint, das sie kennen. Diskussionen zählen ja auch bei einer Partei nicht, die schon damals sagte, AfD, mit denen reden wir nicht, das sind Rechte. Ja, Sinn und Zweck einer Demokratie ist aber, dass alle miteinander reden und dann gemeinsam einen Mittelweg finden, mit dem sich jeder abfinden kann. Den Gewaltaufruf von Herrn Neudorfer fand ich zwar schon schlimm, es gibt, wie gesagt, so eine verrückten gestrigen, 1936 wurde ja Ähnliches praktiziert. Aber zutiefst erschrocken bin ich, als ich mitbekam, wie der ganze Saal jubelte. Es scheint nicht eine Gegenstimme zu hören sein, dass irgendjemand sagt, es wäre undemokratisch und Gewalt ist keine Lösung oder sowas. Ich habe hier den Eindruck erhalten, in der Partei, die Linken,
haben sich nur gewaltbereite und undemokratische Menschen zusammengefunden. Aber das ist ja eigentlich auch zu erwarten bei einer Partei, die direkt aus der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands hervorgegangen ist und in der noch viele alte SED-Mitglieder sind. Also sollten wir vielleicht doch lieber diese Superhelden wählen oder noch besser Jack Norris.